Der Supervulkan unter dem amerikanischen Yellowstone-Nationalpark ist gigantisch. Seine Magmakammer ist 40 Kilometer breit und 60 Kilometer lang. In ihr brodeln 15.000 Kubikkilometer Magma. Eine riesige Gefahr. Fest steht, falls der Vulkan ausbricht, hätte dieses fatale Folgen für die Menschen auf der gesamten Erde. Einige Medien berichten jetzt über Alarmzeichen, die auf einen zeitnahen Ausbruch des Vulkans hindeuten könnten. Willkommen bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Ein Horrorszenario, vor allem für die US-Bundesstaaten Montana, Idaho und Wyoming und den gesamten nordamerikanischen Kontinent. Der Ausbruch des Yellowstone-Vulkans würde Glutlawinen aus Lava und Asche mit einer Temperatur von 800 Grad Celsius niedergehen lassen. Infrastruktur und Landwirtschaft hätten keine Chance mehr. Die Sonne käme nicht mehr zur Erde durch. Wolken aus Schwefelgas würden dies verhindern. Das globale Klima kühlt ab und die Ernten in zahlreichen Regionen weltweit fallen aus. 74 Tage lang würden uns die weltweiten Nahrungsvorräte überleben lassen. Danach würde wohl ein Großteil der Menschen verhungern. Fachleute sind sich schon lange sicher, dass das komplette Leben auf der Erde durch einen Ausbruch des Supervulkans bedroht wäre. Deutlich macht das auch das alarmierende Statement des NASA-Mitarbeiters Brian Wilcox. Demnach sei die Forschung zu Supervulkanen weitaus wichtiger als die Entwicklung von Systemen, die Kometen und Asteroiden von der Erde fernhalten. Und so haben Forschungsteams weltweit den Supervulkan im Yellowstone-Nationalpark ganz genau im Blick, um auch ja jede kleine Veränderung registrieren zu können. Im vergangenen Jahr beispielsweise erschien eine spannende Studie, die unglaubliche Erkenntnisse zum Supervulkan aufgespürt hatte. Denn neue Messungen eines US-Forschungsteams hatten gezeigt, dass ein Schlauch geschmolzenes Gestein bis an die Grenze zum Erdkern reicht. Und das sind unfassbare 2900 Kilometer. Bislang waren Fachleute von einer Magmaquelle in einer Tiefe von 440 Kilometern ausgegangen. Doch die Bilder, die mit Hilfe von Erdbebenwellen gewonnen werden konnten, legen nahe, dass heißes Gestein von der Erdkerngrenze unter Mexiko schräg nach oben quillt. Und zwar in einer 350 Kilometer breiten Zone bis in den Nordosten der USA. Der obere Teil der Gesteinssäule wärmt darüberliegendes Gestein. Dennoch geht der Geologische Dienst der USA, United States Geological Survey, USGS, beispielsweise nicht davon aus, dass eine größere Eruption in der nächsten Zeit zu befürchten sei, denn dafür müsse sich der Untergrund in der Region stark verändern. Ein Drittel der Magmakammer müsse geschmolzen sein, damit sich der Brei wie Flüssigkeit verhält. Messungen aber zeigen, dass derzeit weniger als ein Zehntel des Gesteins flüssig sind. Demnach sei das Magma in einzelnen Blasen in Felsspalten eingeschlossen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine große Eruption des Supervulkans stattfindet, liegt dem USGS zufolge im Jahr bei 1 zu 700.000. Im Vorfeld wird es dann aber auch entsprechende Anzeichen geben. Der vermehrte Austritt von Gas beispielsweise oder eine gehäufte Anzahl an Beben als ohnehin im Yellowstone könnten als Alarmzeichen interpretiert werden. Letztendlich würde sich dann wohl auch der Boden durch den Magmaaufstrom wölben. Einige Experten und Expertinnen sehen sowieso nicht den Supervulkan selbst als größte Bedrohung, sondern die Erdbeben in dieser Region. Dazu der Geograf Michael Poland in einem Interview mit USA Today. Es ist viel weniger der Vulkan als vielmehr die Erdbeben, die Schaden anrichten können und werden. Das ist eine unterschätzte Gefahr im Yellowstone-Gebiet. Es kann und wird in Zukunft Erdbeben der Stärke 7 geben. Pro Jahr werden in der Yellowstone-Region durchschnittlich 1500 bis 2000 Erdbeben registriert. Der Großteil davon ist allerdings zu klein, um vom Menschen wahrgenommen zu werden. Dies übernimmt ein großes Netzwerk von etwa 50 Seismometern. Damit gehört diese Region zu den seismografisch am besten bewachten der ganzen Welt. Einige Newsportale und Zeitungen berichten derzeit immer wieder darüber, dass die thermischen und seismischen Aktivitäten rund um den Supervulkan zugenommen hätten. Im Herbst 2018 zeigten sich beispielsweise einige Geysire im Yellowstone-Park so aktiv wie nie. In rund 10 Metern Höhe spie beispielsweise eine der heißesten Geysire der Gegend Gase, vulkanisches Gestein und kochend heißes Wasser. Zudem bilden sich Medienberichten zufolge derzeit weitere Geysire. Fachleute wie die vom Yellowstone-Vulkan-Observatorium aber halten diese Ereignisse für nicht ungewöhnlich. Demnach stehen diese Vorkommnisse
Zitat, nicht in direktem Zusammenhang mit der Bewegung von Magma in mehreren Kilometern Tiefe. Es gibt keine Anzeichen für eine bevorstehende vulkanische Aktivität. Was passiert also als nächstes? Ein gewaltiges Erdbeben oder der Ausbruch des Supervulkans? Auch wenn Experten und Expertinnen beide Bedrohungen gut überwachen, ist diese Frage nicht zu beantworten. Statistisch gesehen ist der schlummernde Vulkan jedenfalls überfällig. Die drei bisherigen Ausbrüche passierten vor 2,1 Millionen Jahren, vor 1,2 Millionen Jahren und vor 640.000 Jahren. Doch selbst wenn ernstzunehmende Alarmzeichen beobachtet werden würden, wäre nicht klar, welche Maßnahmen uns retten könnten. Die Geological Society of London beispielsweise hat in einem Gutachten über Supervulkane festgestellt, dass keinerlei Notfallpläne für solch eine Katastrophe existieren. Und so tüftelt die US-Weltraumbehörde NASA an einem kuriosen Plan, um den Supervulkan zu entschärfen bzw. einen Ausbruch sogar zu verhindern. Ein Geothermiekraftwerk in der Nähe des Vulkans könnte die Lösung sein. Demnach müsste der Vulkan zunächst angebohrt werden, so könnte ihm das Kraftwerk langsam aber stetig Wärme entziehen und die Magmakammer langfristig abkühlen. Die geschätzten Kosten des Projekts 3,5 Milliarden Dollar. Doch dadurch würde nicht nur die Gefahr eines Ausbruchs eingedämmt, bei diesem Plan ließe sich sogar Strom gewinnen. 10 Kilometer beispielsweise müsste gebohrt werden, um an 350 Grad heißes Wasser zu gelangen. So ließe sich dann Strom für etwa 10 Cent pro Kilowattstunde herstellen. Falls das Projekt erfolgreich wäre, könnte die Region um den Vulkan wohl für mehrere hundert Jahre mit Strom versorgt werden. Aber klar ist auch, die Idee der NASA birgt große Risiken, denn solch eine Bedrohung könnte tatsächlich die Katastrophe auslösen, die es eigentlich zu verhindern gilt. Die Magmakammer könnte instabil werden, wenn Unternehmen in die tieferen und heißeren Schichten bohren. Die Folge: der Ausbruch des Supervulkans. Schon hier in Europa haben die Bohrungen für Geothermiekraftwerke zu Erdbeben geführt. Upsi. Die drohende Katastrophe eines Teilchensturms, das ist im Moment jedenfalls eine größere Gefahr. Hier draufklicken, anschauen und Dr. Watson abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.